Ja, Freunde, herzlich willkommen. Ich dachte mir, jetzt ist es ins Englische, dann können wir ja doch schon mal reden. Zu einer weiteren Folge von Angespielt. Line Dream Garden, ebenfalls wieder ein Spiel von Line. Und scheint auch wieder in Englisch zu sein. Ich denke, die englischen Dialoge sind erstmal völlig Latte. Okay, das ist Alice und ihr soll aufwachen. Die sieht aber aus wie eine Puppe. Ah ja, okay. Der verzaubert sie und sie wird lebendig. Louis und Alice. Und das verstört mich irgendwie, dieser Sound. Diese Viecher. Na gut, die haben sie anscheinend eine Weile nicht gesehen. Okay, wir sollen jetzt also unsere eigenen Häuser und unsere eigene Stadt bauen. Damit die Leute wieder zurückkommen. Area Expansion und klickst hier Area Expansion. Achso. Okay, der hat auf jeden Fall schon mal ein Areal sozusagen erschaffen, wo wir halt unsere Stadt aufbauen können. Ja, dann würde ich sagen, klicken wir ihn mal an. Number on Dial. Okay, Sea Watch. Das heißt, Sea Watch. Collect numbers and return them to the dial. Tap the dial to see. Achso, hier fehlen einige, ja? No clues yet. Lose seine Uhr. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich klicke jetzt einfach nochmal hier drauf. Lose. Oder ich klicke auf sie drauf. Changing your clothing allowance. Musiting. Und keine Ahnung, was sie damit meinen. Ist egal. Achso, ich soll ja was abbauen, ja? Damit wir neue erstmal Ressourcen haben, oder wie? Click hier Area Expansion. Okay, also um unser Areal zu erweitern, brauchen wir entweder 5 von diesen wahrscheinlich Echtgeldwährungen oder halt 32.000 Coins. Das ist jetzt aber auch völlig egal, das machen wir erstmal mit Nein. Klicken wir uns sonst erstmal hier ein bisschen rum. Die Lampe hätte vielleicht was sagen können, aber auch nicht. Und ansonsten sehe ich ja auch nichts mehr. Was haben wir hier oben? Shop Friends Map. Was haben wir da auf der Map? Da oben sind wir, glaube ich, gerade. Ja. Achso, wir hätten auf die Frage Ausrufezeichen draufklicken müssen. All of these pebbles are in the way. Okay, es sollte. Pebbles sind wahrscheinlich die Steine. Das ist aber nicht nett, das zu sagen. Diese Steine wurden auch aus einem bestimmten Grund auf die Welt gesetzt. Warum versuchst du nicht, sie zu essen? Okay, ich sollte die Dinger fertig machen, habe ich das schon gemacht. Und dafür habe ich einen diesen Dinger bekommen. Und nächste. Und jetzt müssen wir ein Haus bauen. Und zwar, build it from house in the shop. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir das Ding einfach mal vom Shop im Haus. Oder das Ding hier. Plus 15 Coins, Haus for Alice. Ja, werden wir gleich mal kaufen. Mal hier hinten hinsetzen. Das dauert jetzt ein kurzes Weilchen, bis das Ding gebaut ist. Und fertig. Alice needs a house. Na, was ist dein süßes Haus? Mhm, okay. Sie hat was gefunden. Ach, das sind die Marbles, die M-Dinger hier oben. Mhm, okay. Verstehe. Und die haben Hunger. Die verhungern gerade. Und jetzt sollen wir etwas bauen, was essen. Oh, das ist eine Biene. Her mit dem Honig. Immer her mit dem Honig. Komm her. Immer schön drauf. Hello. Okay, ich habe ein bisschen Honig bekommen. Das ist schon mal schön, oder? So, dann klicken wir hier drauf auf den Shop und dann können wir etwas bauen, was Futter verursacht. Oder ja, was halt Essen produziert. Und zwar eine Bären. Was ist das? Bärenshop? Bärenfarm? Ein Shop, ja. Bärenshop. Okay, die futtern gerade. Dein Mund ist dreckig vom Essen. Und jetzt sollen wir was bauen. Stop people passing by. Okay, wir sollen jetzt Leute daran hindern, vorbeizukommen, oder was? Ach, da ist er. Bam. Also man muss sich schon eine ganze Weile andrücken, bis sie aufhören.
Okay, sollen wir den nächsten zum Beispiel jetzt verhindern? Oh. Okay, die ist abgestiegen, wunderbar. Da kann man den nächsten hier. Bäm, Honig her. Mhm. Okay. Oh, der ist aber schnell gewesen. Er konnte jetzt nicht. Sell out everything at Barry's Stop. Okay, wir sollen alles verkaufen. Sell out with one. Jetzt verstehe ich aber nicht, was ich damit machen sollte. Ist aber egal. Ist völlig egal. So, nächste Mission. Ich klicke einfach drauf. Ist völlig egal jetzt. Collect Profits at Barry Shop. Okay. Achso, wir haben Coins. Jetzt kriegen wir Coins. Ich will die Dialoge nicht lesen, wenn sie auf Deutsch. Okay, aber so nicht. Ich glaube. Damit durch dieses Marble-Ding hat man automatisch 2100 Verkäufe dort eingefahren. Ja. Und dadurch haben wir halt ordentlich Coins bekommen, 2100. Jetzt kriegen wir gerade 5 nur, wenn wir jetzt. Ne, jetzt kommen wir nicht rauf tappen. Amount to collect for level up. Guck mal, der hat jetzt auch schon wieder sich Bären genommen. Weiß nicht, ob das mir überhaupt was bringt, ne? Das Zeug. Keine Ahnung. Genau, auf den Shop ganz kurz. Jetzt sind wir nämlich schon 16. Und ja, das wird halt immer mehr weiter. Und da kriegen wir halt immer mehr Kohle. Die wollte halt alle was futtern. Und ja, je mehr Leute hier sind, desto besser steigert sich auch dieser Verkauf. Ja, 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 komm, du willst doch auch. Das ist aber hartnäckig. Endlich. Was möchte er? Geht Molen, das wollte ich jetzt gar nicht. Ah ja, hier. 84 Dinger hat sie wieder reingehauen. Amount to collect for level up 35. Check ich nicht, ist aber egal. So, das Haus kann man anscheinend noch upgraden. Komm, upgraden für 2000. Müssen wir es upgraden. Und jetzt werde ich mal mit ihr sprechen. Ich denke, ich muss ihr Haus upgraden. Bald Dollhouse S. Ein Puppenhaus. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Jetzt haben wir irgendwie zwei Kleeblätter hier drauf. Okay. Ja, Dollhouse. Null von, keine Ahnung, unendlich anscheinend. House for little dolls that everybody loves. Ist auch wieder ein Shop, ne? Level up, yay. Bau mal. Und jetzt haben wir Level 2. Wir kriegen 5000 Dinger, 2 Marbles und 200 Liebe oder whatever. Alice, you have a nice house. Mark ist hier. Ja, ja, jetzt ist der Spot okay. Verkauf das Ding einfach mal. Es ist also größer geworden. Where's my dad? 1 von 5. Und jetzt haben wir wieder so ein Ding bekommen. Guest Part ist hier. Und das ist, glaube ich, viele Leute sind hier mittlerweile. Holy shit. So, Berries. 131. Und die haben wir schon. Everyone's level must be 7 or higher. Okay. Was ist das für ein Ding? Dollhouse. Guest Part. Allowance. 25 Dollar Coins. Keine Ahnung, was sie damit meinen. Das hat Deutsch wäre es noch viel besser. Bald der Mox Shop Harry. Das heißt, wir sollen also immer mehr Läden bauen. Was hat er denn? Mark is looking for Guest Part. The jumping person. Da ist er. Thank you. Okay, nächster Shop. Ey, laufen die ganze Zeit Leute vor, weil die muss man die ganze Zeit anklicken, ey. Die gehen gerade ins Häuschen rein, ja. Suchen sich ein geeignetes Plätzchen. Mox Strawberry. Cute Red Flowers plus 5% Coins. Ja, da sind wir direkt mal daneben hin. Was will der? Ja. Barry Shop hier. Da. Bitte sehr. Kein Problem. Na, 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 na. Nicht so schnell vorbei, Alter. What the fuck? Mann, die sind aber schnell hier. Ne, nächster Freund. Los, los, los. Immer mehr Leute müssen hier rein. Carnival. Where's my dad? 2 von 5 haben wir anscheinend fertig. Oh, maybe it's. Okay. Irgendwas passiert hier gerade. Ich will es überhaupt gar nicht wissen. Die dancen alle gerade rum. Ich glaube, wegen dem Karneval hier oben wegen dieser Musik. Move Mox Strawberry. Ja. Move. Und ein Stück nach links. Ja, okay. Der Karneval ist immer noch hier am vollen Gange. Oh, wunderbar, wir haben wieder 39 Coins bekommen. Oder einige Coins, keine Ahnung, wie viel jetzt genau gewesen sind. 589 haben wir mittlerweile schon. Bonus plus 20%. Also ihr seht, dass ziemlich viele Coins hier kriegen. Time until next collection. 1 Minute 7 Sekunden. I want to collect for level up 34. Okay. Okay. Also wir müssen jetzt so ein bisschen was aufbauen. Collect Profits at Berry Shop. Ja, habe ich ja vorhin schon gemacht gehabt. Hello. Hello.
Level 2 Alice. Da kommt schon wieder eine kleine Biene an, die uns Honig bringen könnte. Gut, dann schauen wir mal ganz kurz, was es sonst noch so im Shop gibt. Es gibt hier ganz, ganz viele Dinge, die man bauen kann. Kann, wo ich gerade hier drauf klicke, irgendwie Special Dinger wahrscheinlich Houses. Also gibt es später ganz viele Häuser. Clear Welcome Lost Dolls 4 von 5. Kann ich, glaube ich, noch gar nicht bauen, ne? Ja. Ich brauche hier nämlich auch Eisen anscheinend. Und da gibt es extrem viele, ne? Extrem viele Häuser. Dann gibt es extrem viele Shops. Nuts Shop gibt es noch. Da brauchen wir 3 Nüsse. Und hier brauchen wir auch halt noch irgendwas anderes. Chessroom, Honey Shop, Bookstore. Also da gibt es echt eine ganze Menge an Zeug, das man bauen kann. Da gibt es halt noch so Dekorationen, die uns noch ein bisschen Bonus bringen. Vielleicht Bonus, Bonus Coins und so weiter. Tap the jumping person direkt daneben. Also wir schließen dann langsam immer wieder diese Where is my dad Mission ab. 4 von 5 haben wir gerade. Increase the level of Alice House mal 1. Okay, habe ich halt schon gemacht in der Zeit. Das ist ihr Vater anscheinend. Sherry Shop, hier hast du den. Und jetzt müssen wir für ihn wieder was machen. Build an Ethic Lab. Das, was wir gerade irgendwie schon gesehen hatten. Da. Can produce various items. Das heißt, also verschiedene Items kann das Ding produzieren. Gleich ist der nächste Karneval wieder am Start. 4 von 5. So, und hier können wir anscheinend produzieren bestimmte Items. Piece of Rock, also ein Stein, links können wir so produzieren. Eine Minute und dafür brauchen wir halt 7 von diesen normalen Steinen. Ask. Choose who you want to ask, okay. Können wir schon nicht selber produzieren, so wie ich das sehe. Level up, brauchen wir 75, aber achso, man kann die selber ableveln, aufleveln. Ne, hier nicht. Interessant. So, was will er? Man kann die dann später mit den Marbles aufrüsten. Increase the space of attic. Ach komm, hier kann man noch mehr machen. Clay, Barrel, Glue, Bottle Lamps, Screw, Metal Rod, also eine ganze Menge Zeug. Plastic Teil, Glass Teil, da brauchen wir aber wirklich schon gutes Zeug dafür. Wen sucht er? Ihn sucht er. Thank you. So, was haben wir hier? Nein, oder? Soll ich es erweitern, ja? Tatsache. Sollten wir ein bisschen erweitern. Jetzt haben wir ja schon einen etwas größeren Bereich. Und jetzt kommen auch die Leute öfters anklicken, wenn sie da vorbeifahren. Und er vermisst etwas. Bald the door to Secret Forest, go to your Secret Forest. Okay, wir sollen die Tür zum geheimen Wald bauen. Lift that goes to Secret Forest. Ja, bauen wir direkt daneben, weil es total geheim. Hier ist die nächste Person, die hier rum... Oh, Karneval ist schon fertig, dann machen wir mal Karneval hier. Alle dancen wieder rum, Leute. Alle dancen hier wieder rum. So, go to Secret Forest. Hier soll man deswegen da ein bisschen rumtanzen, das ist mir egal. Das ist also der geheime Wald. So, wen haben wir hier? Caterpillar. Ist das irgendwie so ein Käfer gewesen? Caterpillar? Alter, quatschen die viele Zeug, ist ja irre. Und da gibt's Nüsse. Guck mal, seht ihr die Nüsse? Need Pebble. Okay, da muss ich hier noch ein paar Pebbles andrücken. So, noch mehr Pebbles. Hier, komm her damit. Hier, das will ich auch noch haben. Achso, wir können hier auch noch mehr Land bauen. Interessant. Oh, der hat was gehabt. Oh, wunderbar, den musste man nur anklicken. Hier haben wir auch noch was. Hier haben wir noch was, hier haben wir noch was, hier haben wir noch was. Hier, 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 hier. Wunderbar, hier kann man wirklich in diesem Secret-Ding kann man sich eine ganze Menge an Zeug zusammensammeln. Nee. Hier mal wieder zurück. Zu unserer Stadt. So, was sucht er schon wieder? Schon wieder das Barry-Ding, Alter. Bist du so dumm, echt? Die Piece of Rock. Produce. Und achso, jetzt wollen wir die 10 haben, dann können wir das Ding produzieren, verstehe. Oh, ein bisschen Honig hier, ich weiß noch nicht, wo der immer hingesetzt wird, der Honig. Vielleicht kann ich noch gar nicht einsammeln, keine Ahnung. Open a Carnival, na super, jetzt wo ich schon 2-3 Mal gemacht habe, ne? Geil, ey. Das ist ja eine geile Mission. Und was haben wir hier? Need a piece of rock. Okay, das wird schon hergestellt, das dauert also noch ein kurzes Weilchen. Jetzt ist ja die Frage, jetzt kann ich übrigens hier wieder einsammeln, ne? 33.
32. Okay, ich muss noch 32 mal einsammeln, dann kann ich das Ding aufleveln. Oder dann wird es aufgelevelt. Was, wenn ich nochmal zum Secret Forest gehe? Sind die Dinger wieder da oder brauchen die eine Weile zum Wiederaufladen? Die brauchen, glaube ich, eine Weile zum Wiederaufladen. Was muss jetzt hier gut warten, bis das Stück Stein fertig produziert wurde? Oh, die Nacht ist da. Achso, guck mal hier, wenn ich das Ding anklicke, dann passiert das immer. Dann kriege ich dieses Ding, was ich gerade gebraucht hatte. Für dieses eine Häuschen. Keine Ahnung, ein Mondlicht oder so habe ich wahrscheinlich gebraucht. Und das Stück Stein ist fertig gemacht worden. Ja, okay, habe ich schon drauf gedrückt. Das heißt, ich muss hier oben mitnehmen. Yay, dafür habe ich das Ding jetzt gebraucht. Ich glaube, ich muss das bauen, ne? Ja, Build the Hunters Haus. Und dafür habe ich nämlich das Ding gebraucht. Dieses komische, ja, hier dieses komische Steinding. 3000 kostet der, ist ja teuer, ey. Na, bleib mal hier, Alter. Schade, hab's leider nicht rechtzeitig geschafft. Und schon wieder kann man einsammeln, yay. 31 Mal nur noch. So, ah, das dauert eine ganze Weile. Eine Stunde? Okay, dann wollen wir ganz kurz mal das Ding verschnellern. Was macht es denn? Carol ist hier, wunderbar. So, was macht er? Das ist Robin Hood. Visiting 8 Space, das ist okay. Also, was auch immer dieses Häuschen macht, ich habe keine Ahnung. Achso, Bonus plus 15%, komm mal an hier. Ups. Ah, ich wollte jetzt nicht auf die Quest klicken, Alter. Ich wollte auf den Berry Shop klicken. Ne, Bonus plus 20% immer noch. Ich weiß nicht, wofür dieser Bonus hier zuständig ist. Ist aber auch egal. Ich glaube, wir haben angespielt. Höre ich jetzt erstmal auf. Geht so das Spiel? Ich glaube, ich bin noch unsicher, ob man das weiterspielen könnte. Ich lasse es erstmal ein bisschen sacken. Und ja, das war Lion Dream Garden gewesen. Wenn es euch gefallen hat, Videobeschreibung sind die Links zum Spiel. Kann man für eine ganze Menge machen, zumindest am Anfang. Wie es dann später sein wird, keine Ahnung. Und ihr seht ja, oh, die ganze Zeit werden Coins gesetzt und gesetzt und gesetzt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Angespielt. Bis dann, ciao Leute.